Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist DWZD und willkommen zu einer weiteren Folge von Dizzy vs. Dinos zusammen mit dem DNAR. Und der DNAR ist da gerade runtergefluppt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt in der letzten Folge, ich versuche mal gerade zu dir zu kommen. Wir sind wieder in einer Höhle drin, weil wir Megalania suchen. Ja, ich habe überlebt zumindest, also. Du hast überlebt? Ja. Wo bist du denn da außen? Das Problem ist nur, also wir können jetzt noch nicht eure Kommentare lesen, diese Megalania sind ultra schwer zu finden, also ich wüsste nicht, welcher Dino schwerer zu finden ist als die, und die sollen hier wohl irgendwo teilweise an den Wänden dran sein, und wir brauchen die halt eben, um den Megapithecus in der Alpha-Variante zu beschwören. Weiß nicht, soll ich zu dir, oh Gott, ich habe keinen Fallschirm, ich würde sterben. Nein, du lebst noch. Ich lebe noch. Hey, du bist bei mir, du bist genauso wie ich runtergeflogen, hallo. Nur, dass ich keine Fallschirme hatte, wir sind am Artefakt. Was ist denn mit den Araneus? Ach, hast du die gekillt hier? Ah, der vorne hatte ich gerade attackiert. Ja, ich habe ein paar gekillt, die angekommen sind. Ich habe mein mega Monster-Schwert und damit ist gar kein Problem. Ich habe halt keinen Helm, deswegen die Bats werden jetzt nicht so geil. Was ist denn das da vorne? Hoppala. Also die könnten, diese Megalane, die könnten hier überall sein, aber die sind halt wirklich, wirklich schwer zu finden. Wenn wir das Artefakt mitnehmen, wird uns das irgendwas bringen? Das brauchen wir eigentlich nicht doppelt, oder? Ich glaube, das haben wir schon doppelt, ja. Ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir ganz unten, schießen wir uns wieder komplett hoch, aber dann haben wir auch kein Megalania mehr. Du hast noch Grappling Hooks, oder? Ich habe noch acht Stück. Also wir sind ja eigentlich hier runter gerade, weil wir gucken wollten, ob wir noch Megalania sind. Aber ich sehe hier jetzt keinen. Das Ding ist, wenn wir den einen Bett hier aggro machen, werden alle Bats aggro und ist dann sind so? Wir am Arsch. Dann sind wir wirklich kaputt. Ja. Dann würde ich erstmal lieber abhauen, denke ich, oder? Ich habe gerade online geguckt. Angeblich sind die hier irgendwo potenziell auch bei den Artefakten, aber ich sehe hier gar nichts. Ich weiß nicht, wo wir die sehen sollen, also wo die finden sollen. Das Gute ist, anders als bei den Perlen damals, die Muscheln nicht gefunden haben, wir haben jetzt eine Megalania gefunden, wir wissen, wie die aussehen wir und so weiter. Wir wissen, dass die jetzt ultra schwer zu finden sind. Ja. Also man könnte jetzt hier, ist das da vorne einer? Nee. Man könnte jetzt hier die ganzen Wände absuchen mit einem Spyglass hier, aber also, weiß ich nicht, ich finde es voll schwer. Ja. Was wir auch noch jemand gesagt hat, war, man kann eine Rare Flower essen, dann werden alle auf einen wütend, alle werden sauer und zwar aus einer weiteren Entfernung, werden aggro. Oh, Araneo kommt zu mir. Und, yep. Und wenn man, sehr gut. Und das könnten wir halt machen, aber dafür würde ich nicht jetzt hier so gerade stehen, dann müssten wir irgendwie einmal hochgehen oder so und dann in Ruhe dann alle töten von oben. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, kann ich mich da oben dran schießen? Komme ich da was an? Nee, das war zu weit weg. Müssen auch gucken, dass wir die Grappling Hooks nicht zu krass verbrauchen. Hast du eine Ahnung, wo wir am besten hochgehen? Also ich bin jetzt hier hin. Ja. Kommst du da hoch? Ich glaube nicht, dass ich hier mich richtig festhalten kann. Das ist immer das Problem jetzt. Ja, sieht schlecht aus. Jetzt bin ich auch da. Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Man kann leider nicht so ein bisschen sich so festpicken, ne? Das wäre gut, weißt du? Stattdessen. Scheiße. Ja, irgendwo hier hin. Man kann sonst halt loslassen und schnell auf die andere Seite schießen. Aber das kann auch schief gehen, ne? Das kann wirklich schief gehen und ich sehe. Eigentlich ist es ganz geil, um hier die Wände mal abzuchecken, wegen Megalania. Man kann die einfach komplett quer hier so einfach mal drüber gucken. Aber ich finde halt auch keine. Aber theoretisch, stimmt, man könnte ja theoretisch sich losmachen und dann einfach darüber schießen, ne? Ja, aber bis der ankommt, schaffst du es oder nicht? Und hopp! Oh mein Gott. Oh! Jo! Mit Fallschaden, oder? Nee. Ja, okay. Bin da. Easy. Okay. Aber bin ich hier safe? Hey, die könnten überall sein. Was ist das denn für eine Kacke? Die sind ja ultra schwer. Also ihr müsst uns ja... Boah, krass, ihr habt es auch geschafft. Hast du es geschafft? Wir müssen uns da wahrscheinlich wirklich eine Farm von machen. Dann müssten wir die erstmal für zähmen und so. Das war natürlich auch eine denkbar beschissene Situation jetzt in der letzten Folge, was ich noch nicht gesehen habe. Gestern um 14 Uhr kam sie beim DNR. Das war in der Position. Wie sollen wir denn da irgendwie zähmen?
Ja, ich glaube mit Kryo, aber selbst dann wäre er runtergefallen, aber hätte es vielleicht schaffen können, aber ich glaube, wir müssen den Dings holen, den, dass wir nicht angegriffen werden, weißt du, dieses Bug Repellent, ja, dass wir nicht angegriffen werden von Bats. Und dann können wir uns ganz in Ruhe um einen kümmern, ein Zehm, am besten halt zwei Zehm, am besten auch noch männlich-weiblich finden. Ja, und dann, genau, am besten dies, am besten das, raus, am besten zwei, ja, finden, so, dann männlich-weiblich, dann dies, dann jenes. Ja, und wenn wir zwei gefunden haben, ehrlich gesagt, vielleicht sind sie beide gleiche Geschlecht, sagen wir mal, wir finden, brauchen drei, damit wir zwei verschiedene Geschlechter haben, das wäre schon schnell, dann haben wir schon vier insgesamt und dann würden wir noch einen weiteren brauchen. Dann brauchen wir eh also, nicht mehr. Ja. Ja, das heißt, wir können auch fast gleich töten. Ich dachte halt, als ob das so ein Tier ist, was es nur einmal gibt in dieser ganzen Höhle. Aber ja, anscheinend ist nicht. Es... Das gibt's nicht nur einmal, es ist nur ultra schwer zu finden. Ja. Aber das ist ja mega beschissen. Es gibt ja auch noch in einer anderen Höhle, wo vielleicht, ne? Vielleicht sind irgendwo anders weniger Bats, weil dann kann man es mit den Rare Flowers leichter machen. Gibt auf jeden Fall noch andere Höhlen, wo die auch sind, glaub irgendwo im Süden oder so. Aber da sind die jetzt auch nicht so super leicht zu finden. Ich guck nochmal, ob ich da hochkomme. Ja, guck mal, ich könnte hier wieder hoch. Okay, sehr gut, ich schieße mich auch dahin. Hier sind auch die toten Bats. Hier, waren wir, hier sind wir ja, wieder raus, ne? Ja, ja. Die könnten halt auch überall sein. Also die sind teilweise auch in den Decken drin und so. Also die müssen nicht mal zwangsläufig in der Wand sein. Die können auch wirklich in den Decken drin sein. Aber ey, also was ist das denn für ein Krampf, den zu finden? Ja. Ich bin schon froh, dass wir überhaupt einen gefunden haben. Ja, da, ja, stimmt. Wir hätten uns auch die ganze Zeit jetzt irgendwie so fragen können, hey, gibt's den überhaupt? Ist es ein Bug? Dies, das? Ja, wir haben jetzt gesehen, die gibt's, aber... Aber was und wie oft und... Wir haben ja auch gerade geschaut, ne? Also wir haben noch nicht eure Kommentare lesen können, deswegen haben wir mal gegoogelt. Da steht auch, dass manchmal, dass es viele Leute Probleme haben, die zu finden, dass sie irgendwie nur ein oder zwei finden pro Cave Run. Das ist krank. Und die und teilweise halt wirklich Run, sie gefühlt immer halb in irgendeiner Wand oder in der Decke backen und so. Also, dass sie halt einfach wirklich schwer zu finden sind. Guck mal, hier über uns zum Beispiel ein Dung Beetle, ne? Ja, auch voll jetzt versteckt, erst. Ja. Auch gerade gefunden. Und so eine Art ist das halt auch mit denen. Und die greifen einen nur an, wenn man super nah an denen dran ist. Die greifen halt nicht so aus der Entfernung an. Und ich sag mal so, wir haben ja einen Dung Beetle gerade, wir haben ja gerade einen Megalania angegriffen in der letzten Folge, den wir getötet haben. Das würde ja auch alle in der Nähe triggern, dass sie dann herkommen. Es ist keiner gekommen. Das würde alle Megalania triggern, meinst du? Alle in halbwegs, auf jeden Fall in einem größeren Radius als sonst. Weißt du, ähnlich wie mit den Bats. Wenn wir ein Bett abschießen, dann kommen ja auch immer mehrere auf einen zu. Okay. Deswegen. Guck mal, wenn wir jetzt von da hinten irgendwo mal ein so ein Bett abschießen, ich glaube, dann würden doch mehr. Ja, bei denen das auf jeden Fall. Ja, oh, um Gottes okay, Willen. Okay, ich bin ab ins Wasser, ab ins Wasser. Hoppala, ich wollte vor einem kurzen Prozess machen, dass wir losgehen. Ja, ja, haben wir schon gedacht. Ich hatte genau die gleichen Gedanken. Das scheiß kleine Bettdinger, Alter. Ja, komisch. Hi, Kim. Sehr, sehr komische Mission irgendwie. Megalanias handen so. Und dann findet man die nicht. Und wenn man die sieht, dann schießt man auf die und die bewegen sich danach nicht mal und so. Was war das denn? Ja, sehr weirde Sache auf jeden Fall. Wir haben auch den Cave, den Drop geholt. Das war ein Dire-Bier-Sattel drin, ne? Also man hätte auch Glück haben können, dass statt ein blauer und roter Drop wäre. Dann hätten wir potenziell zum Beispiel auch einen Rex-Sattel bekommen können. Das haben wir jetzt leider nicht. Ja, aber weißt du was? Wenn das jetzt so einfach war, dann können wir doch auch die Broodmother machen, Junge. Ja, ich denke eigentlich auch, ja. Oder? Halt mit den Rexen einfach statt mit den Megatherium, ne? Wenn voll. Wir eh keine Megatherium finden. Ja, habe ich auch nichts gegen. Oh, sie ist abgehauen, die Megamücke, kann das sein? Oh, stimmt, die war hier oben, ne? Du hast gesagt, sie soll fliehen. Ja. Besser als wenn sie stirbt oder kämpft, weil kämpfen kann sie auch nicht so gut. Scheiße. Aber dann müsste ja eigentlich irgendwo in der Luft sein. Wo ist sie dann hingeflogen, genau? Jetzt müssen wir mal suchen, ne? Wir sind wieder gestrandet. Wie geht's eigentlich Bibis Beauty Palace? Oh, hast du mitbekommen? Julienko hat sich getrennt. Ja. Von Tanja. Ja, ist richtig. Ja. Aber mehr weiß ich tatsächlich auch wieder. Kannst du mir mehr dazu sagen? Ein Riesenrex. Ja, nee, ich wollte eigentlich am liebsten auch die Mücke finden. Ja. Aber mehr weißt du nicht? Nee, ich weiß auch nicht richtig viel mehr. Also, es wurden alle Fotos. Die Megamücke ist doch da! Hier, ich sehe sie. Hä? Was? Falsch? Genau hier, wo ich stehe, steht die Megamücke. Aber ich sehe sie nicht, ich sehe nur ihren Namen. Hä? Siehst du? Du siehst hier ihren Namen? Ja, genau vor mir hier. So im Boden gebackt. Nee, bei mir ist ja gar nichts an Namen. Ich guck mal, ob ich sie... Also ich kann sie auch folgen machen, mal gucken, ob sie jetzt kommt.
Ich gehe da, lauf mal ein bisschen weg, dass sie auf mich rausgeflogen kommt. Das macht hier gerade alles keine Presse. Da oben. Hä? Dann saß die doch da, man konnte sie nur nicht sehen? Die ist gebackt im Boden. Okay. Oh, so wie ich gerade. Kannst du zu mir kommen? Ich bin hier runtergesprungen. Ja. Runter an den Strand. Ja. Vorsicht, ein Rex hatte ich schon gerochen. Ja gut, wir können los. Dann lass mal nach Hause fliegen und lass mal ganz nochmal kurz gucken wegen der Broodmother, was da so der Lifestyle ist. So. Vielleicht ist uns das auch einfach völlig Wurst und wir haben halt den Megapithecus. Wir haben ihn geschafft. Wir haben ihn einfach geschafft. Da machen wir noch die Broodmother, da machen wir noch den Dragon. Easy peasy, lemon squeezy. Fertig ist die Kiste. Geschafft. Endgegner. Bam, mit der Pumpgun. Wir haben jetzt vorbei, auch schon erste Sachen bekommen, ne? Ich flieg mal weiter, aber schau du mal, wenn du runterscrollst bei deinen Leveln, wo man Sachen freischaltet, wir müssten eigentlich neue Sachen freigeschaltet haben. Das habe ich ganz vergessen, letzte Folge noch zu gucken. Oh, true. Wir haben einen Tech Replicator. Wir haben Tech Gauntlets, also Arme. Krass. Can be crafted a Tech Replicator. Das heißt, in diesem Tech Replicator machen wir die Sachen. Um den zu machen, brauchen wir 5000 Metall, 600 Crystal, 100 Element, 800 Polymer und 150 Black Pearls. Weil woher bekommen wir Element, frage ich mich. Das müssen wir anscheinend craften. Tech Doors und Windows haben wir auch. Die Frage, wie macht man denn Element? 20 Element. Aber wie man das macht, weiß ich nicht. Oder bekommt man Element aus von einem Drachen oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade schon zusammen sammeln und gucken, ob wir das machen können, aber wir haben ja gar kein Element. Oh nein! Ark, du kriegst das? Ja, jetzt kommt's. Wir aus dem Inventar von Bossen. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir hätten eigentlich sein Inventar suchen können. Stand auch bestimmt nicht überall in den Kommentaren. Aber ist es vielleicht in den Rexen drin? Weil ich habe kein Inventar gesehen überhaupt. Die haben alles aufgegessen. Sicher? Also, vielleicht war das halt mitten in unseren 1000 Rexen drin. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Gucken wir jetzt gerade nochmal trotzdem parallel. Aber ich schau nach. Ich guck gerade mal parallel, Leute, nicht wundern, dass gerade kein Ton mehr da ist. Aber ich guck mal gerade nach der Broodmother und wollte mal gerade gucken, welche Sachen wir brauchen, um die zu beschwören. Beziehungsweise je nachdem, welches Level. Es ist übrigens gerade ein Drop exakt da, wo alle stehen. Wir könnten jetzt sofort beschwören. Die Broodmother meinst du? Ja, es stehen alle exakt im Kreis und genau da ist genau wieder ein Drop. Also für die Gamma brauchen wir natürlich nichts. Für die Beta brauchen wir Argentavis, Fuß, Sarcosuchus. Also warte mal, ich guck mal gerade mal hier rein. Also, Argentavis 5 hätten wir. Sarcosuchus Haut 10 hätten wir also auch 5. Dann Sauropod Vertebra. Sauropod ist das hier, haben wir auch. Und jetzt noch Titanbohr Venom. Fehlt nur noch 4 Stück, dann könnten wir sogar gegen die Alpha kämpfen. Oh, krass. Ist halt die Frage, ob wir gegen die Alpha kämpfen wollen. Oder gegen die Beta schnell, weil jetzt noch, wenn du jetzt sofort kommst, kannst du es noch schaffen. Also gegen die Beta können wir sofort 30. kämpfen. Ja, aber nur jetzt sofort, meine ich sofort. Du hast noch eine Minute ungefähr, bis hier zu sein, alles reinzutun. Ich denn fliegen? Muss ich laufen? Nein, du kannst fliegen, irgendwas, dann stell ihn irgendwo hin einfach, ist ja egal, das ist ein Pteranodon. Ja, haben wir ja keinen, dann muss ich den aus dem Cryopod. Haben wir Pteranodon? Im Adler, irgendwas ist da, sonst schaffst du nicht mehr jetzt. Also 169, 7... Hab ihn, schmeiß ihn hin, er ist da, ich geh drauf, ich fliege, ich kann nicht, bin zu schwer. Kann ich, geht nicht. Hätte ich laufen können, wäre aber auch nicht schneller gewesen. Okay, ja, ist noch 20 jetzt, also wenn du noch nicht los bist, dann schaffen wir es nicht mehr. Egal, dann machen wir mit dem anderen Drop. Ja, dann vielleicht machen wir doch wirklich die Alpha direkt, weil Broodmother haben wir schon mal gemacht. Ich glaube nicht die Alpha, aber wir haben die natürlich weiß ich noch, die war auch die super easy. Aber weißt du, die war doch damals voll easy. Das die war Alpha haben wir Staffel. Aber nicht gemacht, ne? Nee, aber ich glaube, es war nicht die Alpha. Und aber war die so Alpha? War die so easy? Wir haben sogar wirklich Rexe dabei verloren und so. Das weiß ich auch noch. Ich dachte, dass wir es mal gemacht haben und wir waren so, oh, das war jetzt aber einfach. Ja, so ich meine, dass wir jetzt ein paar Rexe verloren haben. Egal, was bräuchten wir denn dafür noch? Wir bräuchten dafür noch, was habe ich gerade gesagt? Eigentlich nur Titanbohr Venom, ansonsten nichts, ne? Ja. Ja, das können wir ja eben holen. Würde ich auch sagen. Ich schaue gerade noch mal in die Rexe rein, aber da scheint niemand jetzt im Inventar zu haben von Element. Ja. Achso, die Element-Sachen, ja. Ja, ich wollte gucken, weißt du, ob das von jemand aufgesammelt hätte.
Gucke nochmal gerade, ob ich meinen Chitin-Helm finde. Ach, der war wahrscheinlich einfach nur kaputt, ne? Hier. Helm. Ich muss kurz schauen, dass ich wieder ein Oberteil habe. Haben wir Sauropod-Vertebra? Haben wir genug, ne? Von den Prontos. Wir haben von allem genug, außer Titanbohr. Ja. Okay, aber Titanbohr dachte ich, hatte ich mal geholt. Hattest du auch, aber das war zu wenig. Ich weiß sogar noch, ich kann mich noch dran erinnern. Zumindest zu wenig halt für ein Alpha, wie gesagt. Also, das ist halt die große Frage. Okay. Da hinten kämpft wieder irgendwer gegen irgendwas. Aber egal. Ach, das ist unser Giga, der da hinten alleine rumsteht. Auf ganz entspannt. Ja, was soll man machen? Wo bist du am Start? Du bist wahrscheinlich mit dem Insekt geflogen eben, ne? Genau, ja, ich kann zurückkommen mit dem Insekt. Ja, ich habe doch versucht, alle anzugucken. Da ist er, der DNR mit dem Mega-Mügge. Dann lass mal direkt weiter. Ich komme auch direkt drauf. Du kannst fliegen, wenn du willst. Jo. Bist du drauf? Ja. Ja. Dann lass mal direkt weiter. Also, wenn wir jetzt noch natürlich andere Sachen sehen, sollten wir jetzt einen Spino, oder so, den wir noch killen müssen, wo wir im Hinterkopf haben, das wäre ganz wichtig, dann können wir das natürlich machen. Aber grundsätzlich... Brauchen wir einfach nur Toxin. Aber du bist sicher, dass du alles abgesucht hast, ne? Sonst hätte ich nochmal kurz geguckt, ob ich irgendwo woanders... Also, im Vault hast du geschaut, ja? Gut, ich habe natürlich die letzte Mal danach den Sachen geguckt für... Aber ich weiß noch genau, wie du wieder zurückgekommen bist mit zu wenig und so. Ich weiß es noch. Echt? Ja, ja. Wo du echt lange rumgeeiert hast da mit dem Zeug und dann kam es zurück und dann war sogar, oh, ist eigentlich sogar noch zu wenig. Ich war mir so sicher, dass ich genug geholt habe. Ja, also mit der Einstellung bist du auch da hingeflogen. Da war ich aber auch gar nicht dabei, da warst du alleine unterwegs. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch, aber Titanbohr-Sachen müssen wir doch eigentlich auch schnell kriegen, oder? Wenn wir einmal hier im Dschungel sind, dann müssen wir die eigentlich doch schnell kriegen. Wie, du guckst nach? Wie das denn? In der alten Aufnahme. Oha, wie findest du die denn? Ja, okay, nicht schnell genug. Ich dachte, wenn ich gerade Passagier bin, dann... Aber doch, ich weiß, dass es nirgendwo ist, weil ich habe ja nach Toxinen gesucht, letztes Mal in allen Kisten. Mhm. Und dann wäre mir das ja aufgefallen, das Titanbohr-Toxin, so von wegen, ah, Titanbohr-Toxin brauchen wir zwar nicht für den, aber für was anderes. Aber das war nicht so. Also bei Toxin habe ich nirgendwo in irgendeiner Kiste, in keiner Kiste irgendwas gefunden. Also außer die 6, die wir halt schon haben. So, das ist halt einfach nur zu wenig, wir brauchen halt noch 4. Aber das kriegen wir easy hin, wir sind tatsächlich jetzt auch schon im Sumpf unterwegs. Und ich weiß sogar noch, wie häufig hier vorne direkt am Strand uns schon Titanbohrs attackiert haben. Schlangen, ja. Und ich genau hier sogar schon irgendwas. Guck mal, ist das unser? Warum sehen wir? Ja, ja. Weil ich letztes Mal, als ich es gefarmt habe, habe ich den geholt. Den habe ich zufällig getamed. Und den habe ich ausgenommen. Einfach. Kenn ich. Okay. Aber hier ist gerade keine Titanbohr. Wie machen wir das am besten? Sollen wir den hier stehen lassen und rausgehen? Oder einfach durchlaufen? Ja, ich laufe einfach zu Fuß, dann trauen die sich gleich schon raus. Die Kleinen. Ansonsten gibt es noch einen weiteren Spot, an dem ich das gemacht habe, der recht gut war, weil jetzt kommt hier wirklich gerade keiner. Da kannst du mich mitnehmen und dann... Weil wir brauchen noch... Wie viel brauchen wir überhaupt? Das meiste sollten wir haben. Wir brauchen nur 4. Ja, dann ich komme mal zurück zu dir. Dann lass mal mit der Megamücke fliegen. Also willst du doch nicht hier rein? Ich wollte, weil hier nix ist gerade, ist einfach nur, gehe ich lieber direkt in den anderen Spot. Okay, weil die sieht man so schlecht von der Luft aus. Okay. Eigentlich sehe ich sofort. Eigentlich müssten wir hier nur durchlatschen, oder? Ja, aber da können auch ganz viele andere Sachen kommen. Vor allen Dingen zum Beispiel noch eine Megamücke zum Beispiel auch. Oh, stell dir vor, eine Megamücke. Also hier ist eine gute Übersicht. Aber ich sehe keinen hier. Nee. Und ich sag mal so, hier zu Fuß rein ist schon krank. Aber hier vorne, aus dem Sumpf wieder so halb raus, da habe ich das letzte Mal dann die geholt. Also genau hier in diese Richtung. Ist gleich ein Alpha unter uns? Nee, hat nur so ein Farbe rotes Pferd. Wieder überall Sarkos. Davon haben wir eigentlich genug Haut. Mit Schaden kann es nicht, aber. Sarkosuchus Haut. Da ist ein Teil. Hier ist eine Schlange. Ah, ich treffe die nicht. Ich geh mal runter. Was? Hier ist ein Sarkosuchus gewesen. Okay. Kommt hier noch eine Titanbohr? Ich weiß nicht. Bezelbuffer auf jeden Fall. Da ist Piranhas hier. Yep. Guck mal, Titanbohr. Aber die hat kein Toxin. Ja, es hatte, glaube ich, nicht immer jede. Ich habe leider gar kein Werkzeug mit. Das hatte ich alles abgegeben vorher. Also ich kann jetzt hier nicht, irgendwie abbauen. Ich meine, darum geht es hier gerade eh nicht, aber der hat auf jeden Fall kein Inventar.
Ja, kann mal passieren wahrscheinlich. Aber ich greife da irgendwie an hier. Ist hier down. Vorne ist noch eine Schlange. Hier ist eine Schlange. Okay. Down. Winter. Keinen. Doch! Zwei Toxinen sogar. So, Vorsicht, Insekten kommen. Das heißt, wir brauchen nur noch eins. Okay, ich lasse aber jetzt mal meine Pumpgun und mach's mal eher hier mit dem Crossbow. Mhm. Ich glaube, immer so entlang des Wassers habe ich ein ganz gutes Gefühl. So knapp hier dran hat es bis jetzt ganz gut geklappt. Ja, die werden ja auch die Akron ja auch auf dich, also. Boah, es kommt ein Basilo, nicht Basilo, dieser kleine, schnelle, wendige. Kann man von hier oben ein bisschen was sehen? Nee. Also normalerweise haben wir ja gesagt, ist für die Alpha Broodmother oder generell für die Broodmother sind die Rexe nicht die besten Gegner. Sondern es gibt halt welche, die irgendwie diesen Effekt haben, was Insekten betrifft. Mhm. Aber damit haben wir ja wirklich kein Glück gehabt. Vielleicht wollte uns das Spiel doch einfach nur sagen, ey Leute, betreibt eure doch die Rolle Rexe. Nicht. Nehmt doch einfach die Rexe, die sind so stark. Ich sehe eine Schlange. Echt? Wo? Ja, auf der anderen Seite. Hier. Genau unter mir. Okay. Ja. Ja, ich sehe sie. Du hast sie. Oh, irgendwas attackiert mich im Wasser. Und danach ist noch eine auch sogar. Hier, die kannst du abschießen, während sie an mir dranhängt. Ja, hab. Perfekt, ich hol nur die fliegt nächste. Einfach im Wasser. Must be close. Hä? Hier steht, dass ich näher dran muss, aber ich bin doch schon ganz nah dran. Drag body must be closer. Ja, ich bin aber ganz nah dran. Bug die jetzt wegen der Luft, weil ich die in der Luft abgeschossen habe. Vielleicht. Hinter dir ist noch eine sonst. An Land wieder. Okay. Wo? Hier. Unter mir war sie gerade. Ich sehe sie nicht. Ich glaube, solange du da ein bisschen rumstehst, wird sie wieder dich angreifen, außer sie hat gerade was an. Weiter geradeaus gehen, nach links. Links. Geradeaus, genau geradeaus weiterlaufen. Weiter, leicht rechts. Titanball Level 15, bin ab dem Inventar. Ne, sieht nicht so aus. Ne, okay. Hat kein Inventory. Eigentlich brauchen wir nur noch eine. Wenn die alle immer zwei droppen, bräuchten wir nur noch eine. Ja. Ich schau mal, ob ich das Inventar bekomme. Ne, krass. Das ist ja echt krass, dass das nicht geht. Du siehst es auch, ne? Ja. Hier ist noch eine Kröte. Aber man sieht halt mittlerweile auch mit der Vegetation. Eine Mücke absteigen ist nicht geil. Wenn man nicht wieder drauf kommt, ne? Ja, weil sie immer oben schwebt dann. Okay, ich hab's aber. Ja, keine Ahnung. Hier waren jetzt so schnell so viele. Müssen doch noch mehr sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Frosch hinter dir her. Titanboas waren jetzt auch nie irgendwas, das irgendwie selten war. Nein, 0-0. Die sind auf jeden Fall häufig. Die sind halt relativ schwer häufig zu sehen. Ich flieg nochmal durch und guck mal. Das Gute ist, als Mensch wirst du halt angegriffen. Wenn man kein Mensch ist, wirst du halt nicht angegriffen und dann ist manchmal ein bisschen schwieriger. Vor allem in dem ganzen Gebüsch. Als in der Rigonator denken die sich nicht, dass sie es angreifen sollten. Frösche. Ist ein Dimetrodon? Ist das da hinten? Irgendwas Rotes. Da, direkt vor mir. Perfekt. Und zweiter Schuss. Zack. 130er. Kein Inventar. Ne? Oh mein Gott. Ich habe zwei. Okay. Ich war recht weit weg von dir. Ich hole mir eine. Komm zu dir. So weit weg bin ich nicht. Bin direkt okay, bei dann dir. Bleib ich immer hier. Oh, direkt noch vor mir eine. Ja, hier sind zwei nochmal. Zwei weitere. Drei. Drei. Eine kommt zu dir. Die ist jetzt bei dir für jeden Moment. Warte, hier ist wieder so ein Vieh, was mich gleich tötet. Der hat wieder kein Inventar, glaube ich. Okay. Wo bist siehst du? Siehst du die bei dir? Ja, komm weiter in meine. Du siehst meinen Namen. Ich bin in der Luft. Geradeaus. Einfach weiter, genau. Weiter geradeaus. Und da sind jetzt. Ist eine. Vor dir liegt einer auf dem Boden, weiß. Ja. Sehr gut. Kein Inventar. Und hier, schau mal bei mir ja, oben. Ja, schmeiß sie mal runter. Stopp sie dir? Ja. Hinter dir ist die andere. Neben dir ist noch eine. Sehr gut. Jetzt kommen hier die ganzen Insekten, ne? Ja, okay, ich kann mithelfen. Machen die das Inventar kaputt? Nee, eigentlich müsste es ja dann trotzdem gedroppt werden, ne? Ja. Hier ist auch was gedroppt.
Hä? Item Cache? Hier ist dein Item Cache? Nee. Oh, das war gerade ein Bug. Schon eine Mega. Ja, hier ist er. Hab's. Ja. Das ist der Item Cache von dem Ding. Anscheinend die einzige gewesen, oder? Ja, anscheinend die einzige gewesen, die ein Item Cache hat. Aber jetzt haben wir vier. Jetzt haben wir alles. Mehr brauchen wir doch nicht. Yes? Ja, easy, dann komme ich damit drauf. Du kannst fliegen, wenn du willst. Bin ich drauf? Yes. Ja. Let's go. Ja, okay. Chillig. Guck, das war einfach. Lass links fliegen über den Fluss, weil vielleicht sehen wir irgendwo einen Spino. Den brauchen wir ja auch noch. Ja, stimmt. Die können immer irgendwo am Wasser rumgammeln. Ja. Okay. Ja, Titanbohr ist natürlich noch was anderes, aber ich muss sagen, diese Meganeura. Hießen sie Meganeura? Diese komischen Lizards? Diese Megalania. Megalania, genau. Ja. Die enttäuscht mich ein bisschen. Also, dass man da jetzt so einen Akt draus macht, dass die irgendwo in irgendwelchen Höhlen versteckt, irgendwo halb in irgendeiner Wand backen und so. Hier ist noch, sind wir jetzt in der Nähe von einer anderen Höhle. Hier unten ist doch diese andere Höhle. Da sollen sie auch sein. Hier nach unten, die Southwest. Ja, lass da hinfliegen. Komm, wir sind so nah. Und zwar nur, jetzt wohin. Nach südlich, dreh dich genau in die andere Richtung. Genau 180 Grad drehen und dann flieg geradeaus. Und jetzt leicht rechts. Ja, und jetzt genau straight einfach. Kannst auch. Ja, nee, super, ist super. Genau, erzähl ich erstmal. Weil da ist die Cave, wo wir beide auch schon zusammen drin waren. Logischerweise, wir waren in allen Caves zusammen. und da hatte ich auch gerade gesehen, dass da Megalanias sein sollen. Nee, noch viel weiter geradeaus. Okay. Das ist noch ein Stückchen. Aber ich dachte, wenn wir jetzt eh schon die. Aber das ist nichts, wo wir jetzt irgendwie eine Maske brauchen oder sonst irgendwas. Nee, nee. Okay. Und hier beim Fluss können wir gucken, ob ein Spino irgendwo ist. Auch ja, hier sind oft. Guck mal, links Spinos. Ist ein guter Drop. Links ist ein guter Drop. Das können wir noch holen, den gelben da. Goldener mit Kranz. Mhm. Ja, ist eine Kaffeefahrt heute wieder. Auch wenn Leute gesagt haben, nein, keine Kaffeefahrt mehr. Erkundungstour nennen wir es, ja? Erkundungstour für die Leute gut. Zwei Rexe. Okay, runter. Let's go. Ah. Was da drin? Was da drin? Noch 20, nur noch 10, nicht mehr lange. Nehmen wir erstmal raus einfach. Mammutsattel. Ja, und. Junge, wer eskaliert denn hier? Irgendjemand am. Ah, Insekten. Oh, hoppala. Sind einfach nur Insekten gewesen, aber ganz viele. Ja, okay. Hoppala. Du weißt ja, wohin, dann flieg du. Wollen wir den Alpha töten oder nicht? Hoppala. Eigentlich egal, Alpha. Ne? Boah, ist Level 140. Wollen wir den abschießen? Ich check grad gar nichts mehr, was passiert hier? Ach so. Hier, du kannst ihn abschießen, aber musst doch nicht. Siehst du den hier vor uns? Ja. Ja, perfekt. Boah, du triffst ja nicht so gut. Muss ich wieder nachladen, stundenlang. Hä? Wie viel kassiert der denn? Hallo? Wie viel hält der aus? Was ist der für ein Level? 140. Alter Junge, das merkt man aber auch ein bisschen. Oh, Junge. Junge! Oh mein Gott. Stirbst du? Hälfte Leben. Er ist fast tot, aber er ist so rot. Krank. Ja. Da muss jetzt aber einen Überdrop aber haben. 25 Pfeile, stark. Hammer. Der hat überhaupt nichts sonst drin. Nix? Nee, 124er Bogen. Okay, du alles kannst fliegen. Ja, ich weiß ja gar nicht wohin. Links. Das ist links. Ja, ist okay. Kannst aber straight durchfliegen jetzt. Ich hoffe, das ist nicht so weit. Ich wäre eher ein bisschen über den Fluss geflogen wegen Spino. Aber hier kommt es auch gleich wieder im Fluss. Das ist nur grob im. Also die Richtung ist genau richtig, wir sind jetzt fast da. Das fandest du jetzt also war in der Nähe, ja? Ich habe nicht gesagt Nähe, ich habe gesagt über die Hälfte haben wir schon geschafft. Titanbohr, okay. Ja. Hier erinnere ich mich über noch. Hier haben wir doch die Megalania, Quatsch, hier haben wir unsere Megamücke gezählt. Megamücke, ja, ich glaube auch, das war ungefähr das die Megamücke. Das war hier, ist die Stelle, wo immer zwei Stück waren. Ja, aber warum ist jetzt keine da, frage ich mich. Ich hätte gern jetzt nochmal eine. Ich meine, ich hätte gerade schon gehört, ja, wir haben gar kein Opfer, wir können das gar nicht machen. Ich weiß 0%, wo ich hinfliege. Du lässt mich einfach weiterfliegen, ich habe gar keine Ahnung, wohin. Straight geradeaus. Ach, das ist jetzt echt diese Hülle, ich glaube, ich weiß, welche meinst. Die ist doch überhaupt nicht ansatzweise in der Nähe gewesen, ey, der DNR immer. Nein, die ist weit weg von uns, aber wir waren jetzt über die Hälfte, ganz auf der Karte gucken, wo wir beim Sumpf waren. Und wir waren über die Hälfte, hatten wir schon geschafft, deswegen dachte ich, komm, jetzt ist der Moment, jetzt holen wir uns. Hier links, ein bisschen jetzt links halten. Und dann weißt du, irgendwo links kommt gleich auch der Eingang.
da müssen wir einmal dann, Ist der Eingang nicht rechts? Da links ran. Ich dachte, dass er hier links war. Also gleich da, wo diese Einbuchtung ist. Da gehen wir dann rein. Ach, das war der hier. Ja, 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 okay. Boah, guck mal, da unten die ganzen... Die ganze Raptor-Gang. Ja, ja, das war hier die Ecke und dann hier links und dann rechts. Und hier waren ja auch manchmal Spinos, aber ich sehe keinen Spino. Ich sehe nur da oben, wieder, war der kurz, hinter uns war irgendein Alpha. Hm? Oben drauf? Ist das ein Alpha Rex oder was ist, oder? Das ist kein Alpha, das ist einfach ein roter. Okay. Mann, die sollten rote Farbe verbieten, außer Ja, auf jeden Fall. Wird auch mal langsam Zeit. Mann, ey. So, jetzt hier war es irgendwo rechts rein, ne? Da ja, hinten. Genau. Hier, hier, hier schon. Wir waren schon da, ja. Hier haben wir letztes Mal auch mit der Brücke davor geparkt. Ja, hier können auch welche drin auch sein, ne? Megalanias. Ja, die könnten hier überall in der Decke sein und so. Yep. Und hier könnte auch wieder ein guter Drop sein. Aber alles sowas. Außerdem hast du eine Mütze mittlerweile, das ist doch schon mal stark. Jetzt hat er mich echt verführt, in eine Höhle reinzugehen, in der wir schon drin waren. Um dann gegen einen Boss zu kämpfen, gegen den wir schon gekämpft haben. Verdammte Scheiße, ich bin komplett in die Falle getappt. Komplett brainwashed. Oh Mann, ey. Das ist das, was ja, Vertrauen mit einem runter macht. Wir gucken an die Decke und schauen, wo Megalanias sind. Stell dir vor, wir finden zwei Megalanias und können sie mitnehmen und dann einfach paaren und haben dann unendlichen Vorrat. Ja, wir brauchen aber das nur für den Megapithecus. Okay, dann töten wir es ja einfach. Und gegen den haben wir sogar schon gewonnen. Ja, aber nur nicht gegen den Alpha. Und wenn wir gegen Alpha schaffen, kriegen wir eine schönere Flagge vielleicht. Und wir kriegen vor allem aber neue Tech-Sachen. Es geht nichts über eine schönere Flagge. Wo ist denn der DNR? Geht's hier eigentlich, bin ich richtig rum jetzt hier gerade? Weiter runter? Bist du schon weitergelaufen? Weißt du auch nicht genau gerade, was weiter ist. Ich bin einfach immer weiter runtergelaufen. Ja, ich glaube ich auch. Ich gucke halt die ganze Zeit an Wänden und so. Ich gucke halt. Ach so, ich glaube da oben können sie noch nicht sein. Weißt du, es ist immer dieser Weg, wo immer gar nichts ist. Nur dieser, ich glaube erst, wenn man wirklich in der Höhle drin ist, nach diesem Leck-Moment, irgendwann geht's dann richtig los. Ja, ich wäre jetzt hier mal rechts gegangen, man kann auch links gehen, ich wäre jetzt einmal rechts gegangen. Und dann hier so ein bisschen jetzt mal an die Decken schauen. Da vorne ist ein Drop. Grün, wow. Grün! Wollt ihr mich verarschen, aber holen wir natürlich. Oh, ich sehe noch keinen roter Drop aus der letzten Höhle eigentlich, so scheiße. Oh. Ja, der war echt... Hey, nee, das war ein blauer Drop. Nee, ein roter Drop. In der Eishöhle. Ach, aus dieser Eishöhle, ja, stimmt, ja, ja. Wir sind schon wieder doll am Verplempern. Ich nehme mal wieder meinen Crossbow raus. Aber es macht Spaß. Ja, aber es ist auch teuer, ne? Ja. Und jetzt kommt natürlich einer, der so übelst viel aushält. Ein grüner Drop! Green, green, drop! Hallöchen, was hast du denn für uns? Ach, toll. Hinter dir! Was ist das hier? Hä? Der hat direkt irgendwas kaputt gemacht. Das ist ein Titanbohr. Jetzt auf einmal kommt hier noch ein Titanbohr. Und sie hat was kaputt gemacht? Mein Helm? Die hat meinen Helm kaputt gemacht. Das ist echt kein Glück. Also ich glaube, hier an der Decke könnten die halt stecken, ne? Ja, hast du nicht mal die Sachen rausgenommen? Sein. Hä? Hast du nicht mal die Sachen rausgenommen aus dem Job? Nee. Ist auch nicht. Ascendant Stonebow, das ist wirklich lächerlich. Und Blueprint für Closed Gloves, Junge. Da ist halt ein grüner gewesen, oh, ne? Hoppala. Was? Einfach gerade nicht die Spinnen vor der Nase gesehen. Noch eine. Stopp. Hey, du hast doch was auf dem Kopf, oder? Nee. Was sind das, deine Haare? Spinnen. Was sind deine Haare? Die sehen so. Deine Haare sehen so grün aus. Müssen wir wieder waschen. Ja, aber guck mal, jetzt mal Leute, mal ganz ehrlich, jetzt hier die ganze Zeit durch die Höhlen gehen und sich diese komischen kleinen Komodo-Warane rauszusuchen, das ist doch Kacke. Da vorne ist ja eine Spinne. Haben wir denn irgendwo eine, Das ist auch wieder ein grüner Drop. Echt? Ja. Ich meine, zu einem Drop sagen wir nicht nein. Selbst in einem grünen kann mal was Gutes drin sein. Aber ich farm die ganze Zeit hier die Pflanzen ab. Kriegt man hier irgendwie diese seltenen Pflanzen? Oder, weil ich habe schon Pilz bekommen. Aber Pflanzen kriegt man hier nicht, ne? Weil dann könnten wir die Pflanzen hier mal machen. Weil dadurch sollten ja die Megalanias eigentlich von überall aus dem Cave zu uns kommen. Ich glaube, Rare Flowers können immer droppen, oder? Ich habe auf jeden Fall keine einzige bekommen, nur Rare Mushroom. Du hast auch keine, ne? Oh mein Gott, Titan Boas. Oh. Jo. Ein Headshot und die sind down. Selbst mit dem Crossbow. Okay. Jetzt hängt sie bei mir wieder vor der Tür und macht gleich wieder meine Sachen kaputt. Ja, ja, ist bei mir auch scheiße. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist nämlich der eine Headshot, wenn sie perfekt zu dir kommt, ist immer easy. Und sonst kannst du ein bisschen Probleme bekommen. Dräppchen!
Wir haben Parasau-Sattel. Und sechs Stücke gebratenes Fleisch. Also es ist wirklich einfach nur eine Zeitverschwendung, diese Drecksdrops. Ja, aber in dieser Höhle sollen die sein. Ich gucke auch die ganze Zeit an die Decke, ob die irgendwo hier hängen. Du siehst sie eigentlich, ich glaube, die sind immer gestreift. Also wenn sowas eine leichte Streifung hat, daran erkennst du sie. Ja, wie so Tiger so mäßig. Und die hängen immer halb irgendwo drin. Ich versuche die ganze Zeit darauf zu achten, aber ganz ehrlich, hier ist ja so viel Zeug auch. Also da müssen wir die Grafikeinstellung gefühlt auf Null setzen. Dann würden die wahrscheinlich ein bisschen mehr rausstechen, aber... Ich meine, ist ja eine optisch ganz schöne Höhle hier und so, aber wir haben das halt auch alles schon mal gemacht und dafür jetzt irgendwie alles hier abzusuchen, boah, Junge. Ich mag es einfach arg zu spielen. Echt? Ja, ich gar nicht, für mich ist das eine Qual. Der Weg ist das Ziel. Hinter dir und da ist Oh Gott, jetzt kommen so viele an, ach du Scheiße. Das ist die Höhle, wo wir den Dung Beetle her haben, oder? Ja. Spinny! Also wir können von mir aus auch wieder raus aus der Höhle. Ich dachte, vielleicht haben wir Glück. Ja, guck mal, wir finden keinen. Und es hängt direkt wieder ein. Ich meine, wir haben immerhin auch zwei Drops direkt bekommen. Wir haben halt voll Pech mit den Drops. Ja, und das waren die absoluten Mülldrops. Oh mein Gott, hier ist ein komischer Tausendfüßler. Ja. Ja, cool. Ja. Die Leute beschweren sich auch immer, dass ich mich so beschwere. Aber ich finde das wirklich kacke. So Sachen so doppelt zu machen, so viel. Wir reißen uns hier den Arsch auf und jetzt kommen wir wieder in irgendwelche Höhlen um irgendwelche... Klar, das hätte man... Man hätte vorher natürlich auch ein Buch sich nehmen können. Ark Survival Tips 3000. Und dann hätte man das irgendwie für 5 € auf dem Trödelmarkt gekauft. Wäre das alles mal durchgegangen. Und hätte gewusst, dass man in jeder Höhle darauf achten muss, dass potenziell überall ein Megalanian in der letzten Ecke hängen könnte. Ja, dass man sich immer mitnehmen sollte. Denn wir den auf jeden Fall mitnehmen sollen, weil wir das dann später brauchen für den Megapithecus. Aber... Aber ich finde auch, auf der anderen Seite sind wir halt auch wirklich bei diesem letzten Ding, was wir jetzt machen in Ark, zumindest auf dieser Map. Ist das Letzte, was wir hier machen können, ist so ein bisschen wie wenn du so ein Spiel auf 100% machst, dann musst du auch mal in der letzten Ecke noch irgendwelche Sachen einsammeln, weißt du? Oder noch Monsters dann in GTA machen. Und so sind wir jetzt auch. Wir laufen die letzten Ecken ab, um irgendwie so einen dummen Megalania zu finden. Ja, wenn Ark nicht so lästig wäre. Ja, wenn es Ark nicht so lästig wäre, dann würde ich es verstehen. Aber, um den Boss der Bosse zu bezwingen, müssen wir ja doch nur einfach alle Vorbosse getötet haben, oder? Ja. Und wir haben ja den Megapithecus. Vielleicht müssen wir die Alpha töten. Vielleicht müssen wir schon die Alpha töten. Weißt du das? Bosse. Ich schau mal nach. Der heißt The Overseer. The Overseer Island. So. The final boss on the island. Und der wird beschwört. Tribute Requirements. Hab ich eh schon gefragt, weil bis jetzt haben wir zwei Flaggen gekriegt. Ist das so ein Ding oder was? Flaggen aufstellen, dann kommt der? Hier sind sie, die Flaggen. Ah, easy, den gibt es auch wieder als Gamma, Beta und Alpha. Das heißt, wenn wir den auf Gamma machen, klar, dann brauchen wir nur vom Gamma das Ding. Wenn wir ihn aber auf Alpha machen wollen, brauchen wir tatsächlich ihn auch als Alpha. Ja. Ja, aber schade, ey, dass jetzt hier keiner an der Decke gegangen hat, wirklich so. Aber da müssen wir... Also, für alle, da müssten wir, wenn wir den Alpha machen wollen würden, müssten wir alle einen Alpha machen, oder was? Ja, aber vielleicht ist es auch einfach, wenn wir jetzt einmal die gute Rex-Armee haben. Mein Gott, die Mücke folgt dir anscheinend immer noch. Die hängt hier direkt an der Tür. Oh mein Gott. Ja, wollte halt helfen, ne? Ja, hier ist er. Folgt immer noch dem DNR. Ja, Freunde, ich weiß, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen planlos, wie wir das am besten angehen. Wir können natürlich jetzt auch noch nicht eure Kommentare lesen, leider. Und sind auch wieder in einer relativen Vorproduktion gerade, weil ich vor kurzem ja erst weg war. Und jetzt der DNR auch weg ist. Das heißt, wir müssen relativ schnell hintereinander aufnehmen. Und wir müssen uns da, glaube ich, nochmal genau beratschlagen. Zu welchem Ergebnis wir da kommen, Freunde, das seht ihr morgen um 14 Uhr beim DNR. Der Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt. Take it off, wie wir sehen, nehmen das Leben zu ernst. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.